Das ist nicht dein Ernst. Auf die Blumen? Auf das Grab? Was eigentlich sollte ich an Ort und Stelle das hier machen? Aber nein. Für dich habe ich was Schlimmeres geplant. Was normale Menschen machen, wenn ihnen das Geld ausgeht? Ja, hallo? Ist da die Bank? Ich brauche einen Kredit. Was Agent 47 macht, wenn ihm das Geld ausgeht? Ich muss töten. Was würdet ihr tun, wenn ihr rausfinden würdet, dass der potenzielle neue Bürgermeister eurer Heimatstadt ein bisschen Dreck am Stecken hat? Nur man könnte eventuell zur Presse gehen, das öffentlich machen, dann tritt er vielleicht zurück oder tritt gar nicht erst an oder was auch immer. Man könnte auch die Agentur anrufen, die dann die Glatze schickt und dann kümmert sich die Glatze aka Agent 47 um das Problem. Wie immer natürlich absolut unauffällig und nicht zurückverfolgbar, denn dafür stehe ich mit meinem Namen. Und damit willkommen zurück hier bei Hitman, wo wir heute ein weiteres Mal nach Sapienza gehen, um Marco Abbiati auszuschalten, der vielleicht nicht so ganz sauber spielt und potenziell der neue Bürgermeister werden könnte. Jetzt gleich beim Briefing, ne? Wie immer sehr wichtig, warum wir das tun und was da zusammenhängt. Achtet aber bitte mal darauf, wer der Auftraggeber ist. Das ist irgendwie ironisch. Good evening, 47. Your destination is Sapienza, Italy. Your target is Marco Abbiati, a wealthy businessman returning to his hometown to run for mayor. A snake-tongued, right-wing populist with mafia ties and money to burn, Abbiati is already comfortably ahead in the polls. However, beneath his silk suits, Abbiati is a callous thug, and organized crime is certain to follow in his wake. Our client, the renowned bioengineer Silvio Caruso, sees Abbiati as a threat, not just to his ancestral town, but the entire country, and he has asked us to dispose of this would-be patrician. I will leave you to prepare. Ja, ihr habt das richtig gesehen, der Klient, also der Auftraggeber, ist die Person, die wir dann in der Haupt-Sapienza-Mission ausschalten. Das heißt, heute noch kannst du die Person sein, die irgendwie dafür bezahlt, dass ein anderer verschwindet. Und morgen schon könnte es dich treffen, weil irgendwer anders mehr geboten hat. Es ist eine sehr harte Welt und die Moral von der Geschichte, stell einfach nichts Blödes an. Marco Abbiati. Sapienza, zum dritten Mal inzwischen. Okay. Das kriegen wir schon hin. Men like Abbiati always have private scores to settle, away from the public eye. Ja. Good luck, 47. Das dürfte kein Problem sein. Und guck dir an, wie cool er da steht an der Promenade. Genau, es ist hier nicht ganz einfach, an den Typen ranzukommen, weil hier ist ein Volksfest. Das kennt man im Jahr 2020 gar nicht mehr. Das ist so ein Ding, wo sich ganz viele Leute sammeln und irgendwas feiern. Hier, glaubt seine Kandidatur. Keine Ahnung. Punkt ist, ganz, ganz viele Leute, ganz, ganz viele Augen. Augen, die ich nicht haben möchte. Ich möchte alleine mit ihm sein. Ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich weiß nur noch, ich bin irgendwie in sein Büro reingekommen, wo wir uns wegen irgendwas getroffen haben. Ich weiß aber nicht mehr, wegen was. Das heißt, hallo, Karen? Das ist die ultimative Giga-Karen. Meine Güte, ich hoffe, das Konzert hat keinen Manager. Gut, okay, jetzt habe ich den Punkt verloren, den ich machen wollte, weil Karen hier rumgelaufen ist. Ich wollte glaube sagen, ich laufe einfach in der Gegend rum und schau mal, was sich ergibt. Und wenn ich das wiedererkenne, was ich beim letzten Mal gemacht habe, mache ich das natürlich nicht, denn das wäre etwas repetitiv. Diese Musik ist sehr cool, aber auch sehr, sehr laut und etwas ablenkend. Guck dir den Typen mal an. Der verkauft Magazine oder vergibt Flyer mit seinem Gesicht drauf zu Tausenden. Ist ein bisschen selbstverliebt, ne? Hier ist irgendwas. Kamera. Okay, Wahlkampfplakate. Hm. Hat irgendwas im Ohr. Okay. Okay, das heißt, sie hat irgendeinen Ohrhörer drin und hört Dinge. Alles klar. Kann man das irgendwie... Ah. Someone who can feed them names and information on important individuals in case they forget who they are. Maybe it's time to have a little fun with our charismatic charlatan and see where it can lead us. Das ist doch wirklich ein Ding. Also nicht unbedingt was im Ohr, wo dir jemand zuflüstert, wer die Person ist, die dich gerade trifft, aber du sagen kannst, ah, kenne ich sie nicht von da und da, sie spielen doch gerne Golf, wollen wir mal ein 18-Loch-Spiel machen. Das ist glaube ich meistens nicht mit Ding im Ohr, sondern du hast, wenn du wirklich einflussreich bist, musst du dir das nicht selber merken, du hast so eine Person, die dafür zuständig ist und dir dann so einen Zettel gibt, wo sagt, ah ja, das, wenn der dich anspricht, das ist der und der spricht das und das an, das mag er ganz besonders. Das ist, glaube ich, wirklich ein Ding. Okay, Spickzettel.
Damit möchte ich etwas Schabernack treiben. Finden Sie heraus, wer Abiati mit Informationen versorgt. Irgendwo bei diesem Laster. Wo ich natürlich nicht einfach so rein darf, weil hier kann ich nicht drüber springen. Und vorne werde ich nicht reingelassen werden, das ist total off limits. Da ist er, Hallöchen, mit dir werde ich mich nachher hoffentlich noch unterhalten. Ey yo, bruv. Ja, ich darf da nicht rein. Okay, da hinten ist eine Mülltonne. Vielleicht kriege ich ihn mit einer Münze nach da, kann dann an den Deppen hier vorbei, die alle nicht hingucken, ihn K.O. machen und wir haben gewonnen. Ist ein bisschen zu simpel gedacht, besonders wenn sie hier noch die ganze Zeit rumläuft, ne? Oh ja, ich muss meinen Instagram-Feed checken. Ja, komm, geh woanders hin. Oh, hier darf ich aber rüber. Ja, das ist ja praktisch. So viele Leute. So viele Leute. Okay, erstmal die Notiz des Assistenten stand da, glaub. Okay, und dann Webcam ausschalten. Piep, 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 piep. Okay, beobachten Sie Abiatis Assistenten. Da oben. Ich verstecke mich mal in der Mülltonne. Ich muss ihn jetzt beobachten. Das heißt, er kommt jetzt hier runter und überprüft das. Und dann kann ich ihn K.O. machen, hier in der Mülltonne verstecken und ich werde zum Assistenten? Keine Ahnung, jetzt steht sie da. Das heißt, sie raucht hier ab und zu eine und checkt irgendwie ihre Instagram-Stories. Und der bewegt sich jetzt hier runter. Wenn sie nicht schnell geht, könnte das ganz blödes Timing werden, dann kann ich das nicht machen. Wenn sie noch nebendran steht, ne, dann geht das nicht. Alles klar, Auftritt Assistent und Wache. Das heißt, es ist nicht so gedacht, dass ich ihn K.O. mache. Okay, können sie das reparieren? Die Kamera soll wieder hergerichtet werden. Das heißt, er sitzt dann oben und guckt über eine Webcam auf alles drauf und sagt ihm dann, mit wem er gerade redet. Okay, System ist extrem komplex. Ich muss nachdenken. Okay, Chef wartet. Die Wache geht? Sie kommt wieder. Hier ist so viel los. Ich habe ein Problem. Ja. Der Mann der Stunde. Jetzt hat er gerade seinen Auftritt. Das ist natürlich doof. Okay. Jetzt muss ich ihm folgen. Das ist ein Problem, wenn Karen gerade da steht. Ich komme ja erstmal für die nächste halbe Minute ungefähr nicht raus. Weil sie jetzt wieder mal ihren blöden Instagram-Feed checken muss. Mein Gott, so schnell postet doch niemand was. Chill. Und unauffällig. Maximal unauffällig. Ja, ja. Niemand hat irgendwas gesehen. So, ich laufe denen einfach mal ganz frech hinterher, ne? Hier darf ich schon nicht mehr rein. Okay, das heißt ab jetzt... Basie, cool. Den ich nicht verstecken kann, das ist enttäuschend. Weil ich muss den loswerden, sonst ist das ein bisschen auffällig. So, ich latsche den einfach mal hinterher. Die Wache guckt zum Glück nicht nach hinten. Und hat auch Zero Awareness, also wirklich. Deswegen, tipptapp, ich bin hinter euch. Okay, wir sind im obersten Stockwerk, der Typ läuft jetzt da drinnen rum. Und die Wache ist vor der Tür. Eventuell können wir da was machen. Komm mal hier runter, weil ein Stück die Treppe runter ist was zum Verstecken. Komm, komm. Put, 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 put. Sei so gut, bitte lass das funktionieren. Manchmal geht's nicht um die Ecke. Hat funktioniert. Er hat's nicht gesehen. Manchmal ist nämlich irgendwie zu wenig Platz, dann starte ich einen Kampf. Oder hau ihm halt einfach so aufs Maul. Das ist ja nicht die Idee. Die Idee ist, das unauffällig zu machen. Bringt's was, mich als Leibwächter zu verkleiden? Vermutlich nicht, weil der Typ hängt so viel mit dem rum, der wird ihn sowieso enttarnen können. Deswegen werfe ich ihn da rein. Und nehme die Knarre mit, auch wenn ich sie nicht benutzen möchte. Ein Schlüssel! Cool, der ist wahrscheinlich hierfür. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Okay, jetzt gehe ich da nicht rein. Der sitzt wirklich genau neben der Tür. Ne, jetzt warten wir noch kurz. Alles klar, wir haben freie Bahn. Türe auf. Und jetzt muss ich Informationen finden. Das sind die da auf dem Bett. Aber ich weiß nicht, wie lange ich Zeit habe. Das heißt, eigentlich hätte ich jetzt Gas geben müssen, weil er steht da nur ganz, ganz kurz und geht dann zurück. Aber auf dem Bett ist so ein... Hier, so ein Klemmbrett mit Infos drauf. Das heißt, ich muss ihn gar nicht loswerden. Die einzige Person, die wirklich jetzt darunter leiden muss, ist natürlich das Ziel.
Und die arme Wache. Okay, das ist meine Chance. Das ist meine Chance. Hier, der Terminplan. Okay. Und dann kann ich da noch reinsprechen. Okay, ich kann das Treffen verschieben. Soll ich das alles machen, ohne dass der Assistent es mitbekommt? Komm, ich schalte den nicht aus. Dann ist er nämlich der Blöde vielleicht. Dann wird ihm vielleicht unterstellt, dass er den anderen in eine Falle gelockt hat und ich bin noch besser raus. Ich weiß, soweit denkt das Spiel nicht, aber wäre doch geil. Alles klar, Leute. Kleiner Funfact, ich habe es gerade versucht. Ich habe nicht genug Zeit. Er labert viel zu lange, dann dreht er sich wieder um und kriegt das mit. Deswegen, weißt du was? So, geh mal bitte dahinter. Und dann sorgen wir dafür, dass ich mir genug Zeit verschaffen kann. Ja, ja, gib mal Gas, du. Gib mal Gas. Oh, Dose, voll geil, eine Fanta. Gönn dir. Gönn dir, so. Ich muss den, glaube ich, auch nicht verstecken. Das kann ich mir sparen. Weil... Oh. Okay, das ist gut. Das kann ich mir sparen. Weil hier kommt, glaube ich, sowieso niemand rein, deswegen... Ist das... Ist das ein Razer-Headset? Das ist grün. Sieht aus wie ein Razer-Kraken. Yo, was für ein Gamer, Bro. Okay, sorry, ich wurde abgelenkt. So, jetzt Sir, das Treffen verschieben. Sorry to interrupt. What? I'm busy. Kubernetes people called. They would like to push the meeting one hour ahead, if that's possible. Like I'm some kind of greenhorn, you can just push me out. Okay, let me think. Mach das. Should I reschedule the meeting? Are you stupid? No, I will be there. Nicely done, 47. Er ist unterwegs. Abiyaki is on the move, and we know exactly where he is going. Ja, wir wissen ganz genau, wo er hingeht. Ich nicht. Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Wo geht er hin? Alles klar, das ist ein hochgesicherter Bereich. Ich glaube, da komme ich mit dem Anzug nicht rein. Ich habe gedacht, vielleicht könnte man Silent Assassin Suit Only machen. Aber... Nein, lass niemanden rein. Streng vertraulich, da ist eine Kamera. Ja, ja. Ich habe das, ich habe es unterbrochen. So, gibt's irgendeinen halbwegs unauffälligen Weg da rein? Ich habe ein bisschen Bock auf Silent Assassin Suit Only, aber ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Wobei, hier könnte man reinspringen. Es sind halt so viele Wachen und Kameras. Ich muss mega vorsichtig sein, aber es wäre möglich, glaube ich. Okay, wir versuchen's. Wir versuchen's. We'll do it live. Wir geben mir unser Bestes. Ja, der da steht zum Beispiel furchtbar. Wirklich furchtbar. Der da hinten ist nicht ganz so schlimm, da habe ich Deckung. Aber der Typ hier? Das ist ein Problem. Ja, ja, jeder muss hier weg. Geh da mal hin. Wirklich? Ich habe den blöden Ziegel umsonst geworfen. Was habe ich sonst noch? 3 Münzen. Bitte lass das funktionieren, ansonsten haben wir ein Problem. Das hat er gehört. Okay, da hinten heißt es immer noch, bitte gehen Sie, bitte gehen Sie, bitte gehen Sie. Verlassen Sie den Sicherheitsbereich. Denn, na, Chefe ist unterwegs. Okay. Der steht da hinten aber semi-allein. Ich glaube, es wäre möglich. Ich muss nur sehr vorsichtig sein. Es wäre, glaube ich, möglich. Ich bin schon fast da. Ignoriere mich einfach, Alter. Tu so, als wäre ich nicht hier. Kannst du ja am besten. Die schlechteste Wache in der Geschichte der Wachen. Wenn ich da hochklettern kann, habe ich ihn. Ich kann hier hochklettern. Ja, zum Glück kann 47 super hoch springen. Der ist echt sehr beweglich. Okay, ich warte, bis er sich da hinten wieder an die Mauer lehnt, werfe ihn einfach ins Meer. Und wir sind Gucci, oder? Ich glaube, wir sind ein Gucci. Ich sehe nicht, wie das nicht funktioniert. Er kommt hier rüber. Please no, Senor. Das ist nicht dein Ernst. Auf die Blumen? Auf das Grab? Was eigentlich sollte ich an Ort und Stelle das hier machen? Aber nein. Für dich habe ich was Schlimmeres geplant. Gut, gut. Beobachte das Meer, Marco. Schau ganz genau hin. So. Das war's. Unbemerkt, problemlos, easy peasy. Lemon Queasy. Okay, cool. Dann hier und dann könnte ich, glaube ich, durch den Kanal hier unten abhauen, richtig? Ich meine, es ist ein weiterer Zugang. Ich weiß noch nicht, wo er rauskommt, aber vielleicht kann ich hier durch verschwinden. Die darf ich ja aufmachen. Okay, es ist immer noch unbefugtes Betreten, aber ich bin wieder hier. Okay, das heißt, so könnte ich wieder über die Mauer. Geht der noch weiter?
Tatsächlich ja, aber hier hat es Wachleute, die das überprüfen. Okay, ich gehe die Treppe hoch, spring wieder über die Mauer und alles, was ich dann tun muss, ist abhauen. Und das dürfte ja kein Problem sein. Das war close. Ich wollte keine Münze werfen. Das war close. Speedrun-Tactics, Leute. Speedrun-Tactics. Dann nach hier hinten, abhauen. Und das war's. Silent Assassin Suit Only. Habe ich das beim letzten Mal schon gemacht? Ich war doch beim letzten Mal schon mal auf dem Friedhof. Oder nicht? Das kommt mir gerade irgendwie bekannt vor. Aber hey, Silent Assassin Suit Only ist Silent Assassin Suit Only. Ich nehm's. Easy. Das ist... Ne, das geht wirklich gut, ohne eine Verkleidung. Ich glaube auch nicht, dass als Leibwächter oder dass als Leibwächter wirklich viel einfacher gewesen wäre, weil da sind so viele rum, die würden wahrscheinlich, oder ein Großteil davon könnte mich enttarnen. Lautloser Killer, Anzugpflicht. Da ist es. Siehste mal. Das heißt, rein technisch gesehen ist das hier die bis jetzt am besten gelöste Mission von mir. Anzugpflicht. 17.000 Gesamt-XP, 5 von 5 eigentlich, 6 von 5, weil Anzugpflicht... Das ist nochmal eine eigene Challenge. So, ich würde einfach mal sagen, das war's für dieses Mal hier bei Hitman. Die nächste Bonusmission führt uns dann ins nächtliche Marrakesch und sie heißt Auf Sand gebaut. Ich habe schon wieder total vergessen, worum es da eigentlich geht, aber ich bin mir sicher, irgendwann kehren meine Erinnerungen zurück. Das gerade war cool. Ich mag diese Bonusmissionen. Die sind sehr, sehr kurz, straight to the point, aber trotzdem sehr, sehr ausgefeilt, was eben diese leicht verkleinerten Map-Bereiche angeht. Das mit dem Fest gerade. Man hätte auch einfach Sapienza nehmen können, das kleiner machen können ein bisschen und nichts Spezielles reinmachen können. Aber nein, sie haben irgendwie ein ganzes Volksfest gebaut, wo da der Typ Werbung für sich macht. Das ist schon cool. Und die Atmosphäre war wie immer absolut großartig. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Verkleidung? Da, wo ich herkomme, brauchen wir keine Verkleidung.